Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und ich begrüße Sie aufs Herzlichste zur dritten Fachtagung Sehen im Alter. Wir senden hier live aus Berlin auf Ihre heimischen Endgeräte und damit ist schon klar, dass diese dritte Fachtagung gleichzeitig auch eine Premiere ist. Es ist die erste Fachtagung Sehen im Alter, die komplett digital stattfindet. Ein Zeichen der Zeit. Sie alle haben wahrscheinlich mittlerweile mehr oder weniger Übung mit den unterschiedlichsten Werkzeugen, den unterschiedlichsten Plattformen. Auch wenn es also die dritte Fachtagung ist, eine Premiere, hat sich natürlich eines, auch wenn wir jetzt auf einem anderen Kanal unterwegs sind, vielleicht in einer anderen Form nicht geändert. Und das sind die Ziele dieser Fachtagung. Es geht darum, die Rechte und die Möglichkeiten von Menschen mit Seheinschränkungen im Alter zum einen zu wahren, aber natürlich auch auszubauen und den Bedürfnissen Gehör zu verschaffen. Zentrale Basis dafür ist das Forderungspapier und das wurde gestern auch schon im Rahmen einer Pressekonferenz zu dieser Fachtagung vorgestellt und artikuliert. Und dieses Forderungspapier bildet auch die Basis für alle Inhalte dieser anderthalb Tage, die wir jetzt vor uns haben, für die Workshops, aber auch für die Präsentation. Und natürlich soll es nicht nur ein Stückchen Papier sein, sondern natürlich soll es ein Appell sein, um dann an die Politik in diesem besonderen Jahr, wir haben Wahljahr, natürlich auch Impulse abzufordern und gesellschaftlich eben eine Relevanz zu erzeugen für das wichtige Thema. Sie tun das Tag für Tag aus ihren unterschiedlichen Perspektiven und ich weiß, dass wir ein komplett heterogenes Feld von Teilnehmenden haben. Ich weiß, dass da Menschen aus der Pflege sitzen, aus der Medizin, Optikerinnen, Optiker, vielleicht aber auch Betroffene und ich freue mich, dass Sie teilnehmen bei dieser Fachtagung. Dass es ein relevantes Thema ist, das habe ich gesagt, und dass wir auch 2021 darüber diskutieren dürfen, zeigt eben diese Relevanz. Corona hat es nochmal deutlich gemacht, das wurde auch gestern im Kontext der Pressekonferenz nochmal gesagt, wo Bedarf besteht und es wurde auch mal deutlich, wie ein Brennglas ist diese Pandemie auf die unterschiedlichen Bereiche, wo hier eben noch Defizite sind. Das Forderungspapier können Sie übrigens auch einsehen, schauen Sie einfach unter www.sehenimalter.org. Dort finden Sie das Papier, Sie finden es aber auch in unserer virtuellen Mediathek. Dazu erkläre ich Ihnen aber später noch mehr. Das Digitale hat ja so ein bisschen, ich sag mal, den Geschmack der Passivität. Ich erzähle Ihnen hier was in eine Kamera rein. Sie können hoffentlich entspannt mich gut hören, Sie können mir gut folgen und haben es sich bequem gemacht. Gleichzeitig wollen wir mit Ihnen aber natürlich in die Interaktion kommen. Sie sollen also nicht nur passiv erleben, sondern sich gerne auch mit uns austauschen. Und dafür haben wir zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten rund um diese Plattform, rund um diese Veranstaltung gebaut. Sie können unter dem Fenster, wo Sie jetzt diesen Stream verfolgen können, also diese Live-Veranstaltung verfolgen können, verschiedene Schaltflächen finden. Zum einen finden Sie dort eine Schaltfläche zur Eingabe von Text. Hier können Sie Fragen, Kommentare, Ihre Meinung reinschreiben und hier zu uns ins Studio schicken. Ich klicke die dann hier auf mein Tablet, was ich immer bei mir trage, gesendet und werde diese Impulse von Ihrer Seite aus, die Fragen an unsere Referentinnen und unsere Referenten richten. Ich freue mich also auf ganz, ganz viel Input von Ihrer Seite, den wir dann hier diskutieren können. Zum anderen können Sie aber auch, und dort gibt es eine weitere Schaltfläche unter dem Live-Bild, können Sie auch an Umfragen teilnehmen. Das heißt, wir möchten vielleicht von Ihnen mal wissen, wie Sie eine Sache einschätzen, Ihre Meinung zu einem bestimmten Thema erfragen oder vielleicht auch einfach mal fragen, ob Sie mit der Art, wie wir diese Veranstaltung umgesetzt haben, einverstanden sind. Das ist natürlich für die beiden Organisatoren, die BAGSO, die Bundesarbeitsgemeinschaft von den Initiativen für Seniorinnen und Senioren und natürlich den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband essentiell, damit wir auch eine Veranstaltung machen, die für Sie passend ist. Diese zweite Schaltfläche zur Umfrage, die möchte ich jetzt gerne mal mit Ihnen testen, weil über Umfragen sprechen ist das eine, es auszuprobieren ist natürlich was anderes. Also klicken Sie doch gerne mal die Schaltfläche an der Umfrage teilnehmen an. Und dann werden Sie konfrontiert mit unserer ersten Umfrage, die jetzt, ich sag mal, nicht direkt was mit dem Thema dieser Tagung zu tun hat, aber was mit einem Thema zu tun hat, was uns aktuell den einen, die andere vielleicht mehr oder weniger beschäftigt. Wir möchten über die Fußball-Europameisterschaft sprechen und wir wollen keine Tipps, wir wollen keine Einschätzungen zu aktuellen sportlichen Leistungen,
sondern Ihr historisches Fachwissen abfragen. Sie können auch einfach wild drauf losraten. Ich hätte es ehrlicherweise auch nicht gewusst. Also, wir wollen wissen, wann fand die erste Fußball-Europameisterschaft statt? Es war in den 60er Jahren, so viel sei gesagt. Drei Möglichkeiten haben Sie. 1960 ist die erste, 1966 die zweite Möglichkeit und die dritte 1968. Für die Connoisseure unter Ihnen oder die Connoisseurinnen, die sich sehr gut auskennen, wir suchen nach dem Jahr, wo wirklich unter diesem Namen Fußball-Europameisterschaft das erste europäische Turnier stattfand. Also, Sie entscheiden sich, ich bin gespannt, ich gucke mal hier so ein bisschen auf meine Vorschau, sehe schon ganz viele Ergebnisse kommen rein, also 1966 ist gerade Trending Topic. Ich bin gespannt, wie Sie sich da entscheiden. Mit diesen Umfragen werden wir immer mal wieder zu tun haben. Und heute können wir das ganz unemotional machen. Ich bin ganz froh, dass es morgen erst weitergeht und wir hier ganz entspannt Umfragen zum Thema Fußball stellen können. Es zeichnet sich ein Trend ab und ich nehme das mal einfach auf. Sie können natürlich noch weiter abstimmen, aber ich mache mal eine Momentaufnahme und sag mal, die Majorität, also ja, 40%, etwas über 40% von Ihnen sagen 1966, gut ein Drittel sagt 1960 und der kleinste Teil sagt 1968. Und ich greife dem Ergebnis mal vor, denn schließlich wollen wir einsteigen hier in unsere Fachtagung. Die Majorität hat recht. 1966 hat zum ersten Mal ein europäisches Turnier mit dem Namen Fußball-Europameisterschaft stattgefunden hier auf dem europäischen Kontinent. Also, eine Möglichkeit der Interaktion, die andere, darauf habe ich hingewiesen, gerne Fragen, Kommentare, Input hier ins Studio senden. Wenn Sie bei Workshops mitmachen, sich da im Vorfeld für registriert haben, dann finden Sie weiter unten auf der Seite eine Schaltfläche. Da komme ich nachher aber noch zu, wenn wir in die Workshops gehen. Und da werden Sie automatisch zum spezifischen Workshop, in dem Sie sich zum Vorfeld angemeldet haben, weitergeleitet. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Und ein Hinweis, falls Sie jetzt dem Programm im Vollbildmodus folgen möchten, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Aber um eine Frage artikulieren zu können, eben eingeben zu können oder aber auch an einer Umfrage teilzunehmen, müssen Sie den Vollbildmodus immer wieder verlassen, damit Sie dann auf die entsprechenden Schaltflächen kommen. Verlassen müssen Sie diesen Stream ab jetzt übrigens nicht mehr. Sie können den bis heute Abend durchlaufen lassen, auch wenn Sie zwischendurch in einen Workshop gehen oder wir Pausen machen. Bleiben Sie einfach drin, wenn die Verbindung steht. Genau, und dann kann da auch nichts mehr schief gehen. Sie müssen dann sich auch nicht mehr neu anmelden oder etwas Ähnliches. Freuen dürfen Sie sich auch auf den Ausklang. Da darf ich ganz kurz schon mal vorgreifen. Heute Abend wollen wir natürlich Ihnen auch die Gelegenheit geben und morgen nach der Veranstaltung auch sich noch mal ein bisschen auszutauschen. Wir laden Sie dann virtuell auf den Funkturm an die Spree oder zum Gendarmenmarkt. Wie das genau funktioniert, erkläre ich Ihnen dann auch noch an sprechender Stelle. Dürfen Sie sich aber schon mal drauf freuen. Dass es ein wichtiges Thema ist und dass es viele Perspektiven hat, das hat der DBSV-Präsident Klaus Hahn gestern im Rahmen der Pressekonferenz auch schon artikuliert. Ich darf ihn hier zitieren. Viel zu oft werden Seheinschränkungen in der Pflege nicht erkannt. Mit der Folge, dass zahlreiche sehbehinderte Menschen fälschlicherweise für renitent oder dement gehalten werden. Also, ohne eine Diagnose stempelt man die Menschen ab, wenn ich das mal so ganz profan ausdrücken darf. Und das zeigt ganz deutlich, dass wir Bedarf haben an unterschiedlichsten Stellen. Das ist ein Aspekt, über den wir diskutieren werden in den anderthalb Tagen. Wir werden auch über medizinische Aspekte sprechen. Wir werden aber auch über ganz praktische Aspekte sprechen, die in der Arbeit unterstützen können. Und ich freue mich, Ihnen jetzt zunächst mal zur Begrüßung unseren wissenschaftlichen Leiter und den Tagungspräsidenten vorstellen zu dürfen. Er ist auch Sprecher des Initiativkreis Sehen im Alter. Der Initiativkreis ist interdisziplinär besetzt, also wo wirklich Menschen aus unterschiedlichen Fachrichtungen miteinander diskutieren. Und hier sitzt er eben als Sprecher vor. Stellvertretender Klinikdirektor ist er am Universitätsaugenklinikum in Tübingen. Und ich freue mich, dass er sich Zeit gefunden hat, diesen hier, unseren Fachkongress, unsere Fachtagung zu begleiten und freue mich online, Herrn Professor Focke Ziemsen begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Professor Ziemsen. Guten Tag, Herr Schiffbauer. Prima. Herzlich willkommen an alle Teilnehmer.
Ja, toll, dass Sie die Zeit gefunden haben, dass Sie dem Kongress vorsitzen und uns hier in diesen anderthalb Tagen begleiten. Ich habe ja so ein bisschen schon die Situation dargestellt, dass es immer noch viel zu tun gibt. Selbst in diesem tollen Land wie Deutschland, wo wir eigentlich eine hoch ausgebildete medizinische Versorgung haben und eigentlich gar nicht so schlecht dastehen, haben wir aber doch noch ein bisschen was auf der Uhr, oder? Ja, also diese Herausforderungen annehmen, das ist auch wirklich realistisch gemeint. Also wir haben durchaus natürlich noch Defizite. Beispielhaft natürlich Corona hat, da haben wir es gemerkt, wie die Situation auch Menschen von der medizinischen Versorgung abgeschnitten hat. Und natürlich jede Verzögerung des Behandlungseinstiegs bewirkt oder kann auch bewirken, dass die Betroffenen dann das am Sehen und vermeidbarer Sehbehinderung auch erleiden. Auf der anderen Seite, gerade gestern das Urteil des Arbeitsgerichts Erfurt, dass Mindestlohn auch bei den ambulanten Pflegekräften gezahlt wird, das zeigt auch, dass wir natürlich im lebenden System stehen. Immer wieder gibt es strukturelle Vorgaben. Wir haben nach wie vor noch Probleme, dass Pflegebedürftige in die ärztliche Versorgung reinkommen, dass die Hilfsmittel auch aktualisiert werden. Oder wir kämpfen immer nach wie vor noch auch im Jahr 2021 für eine Rehabilitation nach Sehbehinderung. Deshalb ist es mir eine große Freude, dass wir ein schönes Programm zusammengestellt haben. Im Fokus sollen die Betroffenen stehen und deshalb wird im ersten Symposium da auch der Patient, der Mensch im Mittelpunkt stehen. Welche Auswirkungen hat die Sehbehinderung gerade im Alter an Stress, an persönlichen, psychologischen Auswirkungen? Aber das soll immer auch konstruktiv erfolgen, dieser Blick. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir die Workshops haben, wo Sie bitte alle auch aktiv mitmachen. Es sind ja schon für die frühe Zeit viele auch dabei. Und morgen geht es dann nochmal um diese gesundheitsökonomische, systemische Perspektive. Wo müssen wir an die Strukturen ran? Da wollen wir auch von den Politikern antworten haben, weil wir wollen die Interessen derer vertreten, die vielleicht im Moment sich eher noch zurückziehen, wenn sie schlechter sehen. Und da freue ich mich sehr auf den Austausch und möchte mich ganz herzlich auch bei allen im Hintergrund bedanken. Herrn Seuss, Frau Dettler, Frau Dr. Holzapfel, die zusammen mit dem Initiativkreis das Programm auch mit erarbeitet haben. Lieber Herr Professor Ziemsen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, unglaublich, ne, Sie haben es gerade auf den Punkt gebracht, die aktuelle Einordnung. Also es ist ein wahnsinnig dynamisches System. Und sicherlich ist das, was Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf der medizinischen Seite leisten, das eine. Aber natürlich ist der Umfang viel, viel größer und der Impact. Also danke nochmal dafür. Und ich bin gespannt. Ja. Gerade zum Beispiel auch das Thema Digitalisierung. Wir sprechen jetzt online. Das ist schön, weil viele da auch dabei sein können, die vielleicht gar nicht hätten nach Bonn oder Berlin kommen können. Aber Digitalisierung ist natürlich auch ganz wichtig, dass es barrierefrei erfolgt und wir niemanden außen vor lassen. Also dass Apps, Digas und alle Möglichkeiten, die da im medizinischen Bereich wirklich Chancen sind, auch niemand außen vor lassen. Ganz, ganz wichtiger Appell. Ich glaube, da haben manche noch sich ein bisschen was ins Aufgabenheft zu schreiben. Und solche Fachtagungen tragen dann hoffentlich zu dabei, dass es auch laut genug ist, die Stimme, und die entsprechenden Stellen das dann hören werden. Also haben Sie völlig recht. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank an Sie. Und ich bin gespannt, vielleicht schaffen wir es ja morgen nach dem Abschluss des Kongresses, Sie nochmal dazu zu holen und wie dann Ihre Einschätzung ist. Bis dahin. Erstmal vielen Dank, gerne. Professor Focke Ziemsen. Danke. Ja, das ist das eine Standbein und Herr Professor Ziemsen hat es gesagt, absolut aktueller Anlass. Wir müssen nur schauen, was in der Politik passiert und auch natürlich bei den Entscheidungen. Das hat natürlich einen Impact. Und dass es ein aktueller Anlass ist, das hat er gestern mit einem Zitat gesagt im Kontext der Pressekonferenz. Das wird aber natürlich auch im Rahmen dieser Fachtagung nochmal tun. Ich freue mich auf den Präsidenten des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands, Herrn Klaus Hahn, auch er ist uns zugeschaltet. Herr Hahn, grüße Sie. Ja, ich habe Sie eben zitieren dürfen. Wie starten Sie oder mit welcher Erwartung starten Sie in diese Fachtagung, wenn ich das mal so fragen darf? Ja, guten Tag, Herr Schiffbauer, Professor Ziemsen, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt, einmal, ob das Ganze technisch funktioniert, ob die Technik das alles durchhält, aber das sollte wohl klappen. Und dann natürlich auch auf die Arbeitsergebnisse, auf die Vielseitigkeit, die im Programm zum Ausdruck kommt. Ich bin vor allen Dingen
froh, freue mich, dass wir diese Tagung überhaupt eben jetzt in diesem digitalen Format auf die Beine stellen können. Dank dafür an alle, die dabei mitgeholfen haben und mithelfen. Gefühlt macht das mehr Arbeit als eine echte Tagung in Anführungsstrichen. Gemeinsam mit unseren Partnern im Aktionsbündnis und im Initiativkreis, vor allem mit der BAXO, hatten wir ja einen Dreijahresrhythmus für diese Fachtagungen einhalten wollen. Jetzt sind wir im vierten Jahr. Ich bin froh, dass wir kein fünftes Jahr abwarten müssen. Ich habe da nicht den Ehrgeiz, dass wir uns an die Taktung der Fußball-Europameisterschaft angleichen sollten. Unser Programm ist mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten bestückt. Die Themen sind heiß und brennen unter den Nägeln. Die Problematik der Sehverschlechterung im Alter ist groß und die politische Resonanz ist klein. Und das ist Grund genug für uns, dass wir selbst Positionen formulieren und beziehen und dass wir Signale in Richtung der Politik senden. Egal, welche Bedarfe wir feststellen, ob sie zu gesamtwirtschaftlichen Mehrkosten führen würden oder nicht, nach der Bundestagswahl werden wir mit dem Argument und dem Hinweis auf leere Kassen abgeblockt werden. Davon dürfen wir uns nicht irritieren lassen. Uns geht es darum, vielen Menschen die Lebenssituation zu verbessern. Und das müssen wir ins Land hinaustragen. Die Inhalte dieser Tagung, da bin ich mir sicher, werden uns das Futter dafür geben. Wir wollen das auch verwenden. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie alle dabei sind, dass Sie am Thema mitarbeiten, auch in der Zwischenzeit bis zur nächsten Fachtagung. Ich gucke da einfach schon mal ein bisschen weiter. Lieber Herr Hahn, und ich freue mich, dass ich das als Moderator begleiten darf und hoffe, und das kann man ja nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, dass die Ausrede, die Kassen sind leer, nicht verfängt. Und ich glaube, man muss dann dranbleiben, so wie Sie es gesagt haben, mit einem Forderungspapier ganz und genau. Ne, mit einer ganz deutlichen Auftritt. Aber ich glaube auch, und da werden Sie mir hoffentlich zustimmen, dass ganz viele der Teilnehmenden draußen durch ihre tägliche Arbeit, durch die Auseinandersetzung natürlich die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind, die dranbleiben. Das spiegelt sich ja auch in den vielen Initiativen wider, die wir hier auch in der Fachtagung kennenlernen werden. Und gerade deshalb ist es auch wichtig, dass wir im Rahmen so einer Fachtagung dieses ganze Know-how und die Erkenntnisse, die sehr breit gestreut sind, immer wieder mal zusammenfassen, bündeln und neu justieren und da auch beispielsweise wie jetzt kurz vor der Bundestagswahl zu klaren politischen Forderungen kommen. Und da freue ich mich auch schon und darf schon ein bisschen Werbung machen für die Podiumsdiskussion am morgigen Samstag, wo wir ja dann diese Forderung aus dem Forderungspapier auch mit Politik diskutieren werden. Also und Sie können daran natürlich auch teilhaben über unsere Funktion, die Chatfunktion. Und da wird es dann hoffentlich heiß hergehen und wir werden genau mit dem brennenden Themen, wie Sie es eben gesagt haben, dann auch diskutieren. Lieber Herr Hahn, an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür, dass Sie das möglich machen und für Ihre Grußworte und ich freue mich für Sie mit Ihnen auf eine ganz spannende Tagung, auf einen spannenden Fachkongress. Und jetzt freue ich mich noch auf unseren letzten Redner hier im Kreis der Grußworte der Eröffnungen. Er vertritt die BAXO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Und er ist, ja, wenn man das so sagt, dann klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber ich sage es jetzt mal dennoch, ein Urgestein in der deutschen Politik und hat nach seiner aktiven Zeit in der Politik sich dann eben ins Ehrenamt begeben und ist hier in der BAXO sehr aktiv. Und ein Bonbon noch. 1966 war die erste Fußball-Europameisterschaft und tatsächlich war, wenn seine Vita nicht lügt, 1966 auch das Eintrittsalter in die SPD von Franz Müntefering. Guten Tag, lieber Herr Müntefering. Ich hoffe, Sie können uns gut folgen. Grüße herzlich. Wir von der BAXO machen gerne mit bei der Fachtagung Sehen im Alter. Bei der dritten Fachtagung, das ist ein großes Verdienst des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Deutschland, dass es dieses gibt.
Wir sind bei dem Aktionsbündnis dabei und nehmen an der Fachtagung teil. Und wir beteiligen uns auch gerne an der Deklaration, die sich aus dieser Zusammenarbeit entwickelt. Vier Dinge sind uns ganz besonders wichtig. Wohlwissend, dass das Schicksal nicht immer aufgehalten werden kann und dass man nicht alles gut machen kann, so wie man es sich wünscht. Aber einige Sachen könnten und müssten besser werden in der Politik für blinde und für sehbehinderte Menschen. Und das erste ist die Information, die Beratung, die Möglichkeit, offen darüber zu sprechen. Nicht alle Menschen haben das von Anfang ihres Lebens an und manche wachsen hinein. Auch im Älterwerden wird das ein zunehmendes Problem. 1 Million Menschen in Deutschland insgesamt sind blind oder sehbehindert. Und es wird auch eine größere Zahl, weil wir länger leben und solche Krankheitsbilder sich dann auch noch mal deutlicher zeigen. Also ganz wichtig, dass man darüber spricht und das nicht als Schicksal einfach hinnimmt, sondern prüft, was kann man denn eigentlich tun. Und dazu gehört natürlich zweitens, dass wir dafür eintreten und das auch gegenüber der Politik und gegenüber der Wirtschaft machen. Die Forschung muss da gut sein. Wir sind eine Hochleistungsmedizin. Wir können unglaublich viel, was man vor 20 Jahren, vor 50 Jahren noch nicht konnte. Und wieso soll es nicht möglich sein, auch im Bereich der Blinden und der Sehbehinderung doch noch besser werden, als wir bisher sind und da Dinge zu verändern. Es ist auch wichtig, dass wir noch mehr darüber sprechen und hören, wie ist und ist eigentlich Prävention möglich? Kann man also vorbeugen? Kann man Bestimmtes tun? Verbindet sich das mit der Ernährung? Verbindet sich das mit dem Arbeitsplatz? Woher kommt das oder sind das Anlagen, die der einzelne Mensch mitbringt und die, wenn man sie rechtzeitig erkennt, dann möglicherweise auch aufgehalten werden können? Und natürlich ist die medizinische Versorgung ganz wichtig. Das heißt, wer Probleme hat, der muss wissen, er kann zu einem Arzt gehen, der ihn zu einem Experten gibt und schickt, wo dann auch eine klare Erkenntnis da ist, was ist das eigentlich, was bedeutet das, wie verläuft das und was kann man jetzt bestmöglichst für den einzelnen Menschen tun. Also wir wollen gerne mithelfen, das ins Bewusstsein zu rufen und auch an den zuständigen Stellen in der Öffentlichkeit und in der Politik dafür zu sorgen, dass dieses Thema Sehen, auch Sehen im Alter, nicht nur, aber auch Sehen im Alter, eines wird, das eine größere Aufmerksamkeit bekommt, als es sie bisher gehabt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.